Christi Himmelfahrt. Petrus, Petrus, hör auf zu weinen. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Wie jetzt? Leute, ich habe Jesus gerade im Garten getroffen. Er lebt. Er kommt bald zu uns. Maria Magdalena. Hallo, ihr beiden Emmaus-Jünger. Ihr wolltet doch nach Emmaus. Warum seid ihr nicht dort? Das glaubt ihr nicht. Wir mussten sofort zurückrennen. Jesus ist mit uns mitgelaufen. Bis nach Emmaus. Jesus lebt. Am nächsten Abend. Petrus, was ist los? Allmählich werde ich neidisch. So viele haben jetzt schon Jesus gesehen. Keine Sorge, Petrus. Er kommt zu uns, das hat er versprochen. Ich bringe euch Frieden. Petrus, schau mich nicht so an, als würdest du einen Geist sehen. Ja, aber was soll ich sonst denken, Jesus, wenn du so plötzlich hier auftauchst? Darf ich den Fisch essen? Ja, gerne, wenn du Hunger hast. Ihr habt bestimmt noch viele Fragen. Stellt sie mir heute Abend. Ich werde noch ein paar Mal zu euch kommen und eure Fragen beantworten. Aber dann kehre ich zurück zu meinem Vater in den Himmel. Oh. Okay, ich habe eine Frage. Ein paar Wochen später in Galiläa. Jesus, wer bist du? Was sagen denn die Menschen? Sie sagen, du bist ein Prophet. Sowas Ähnliches wie der Johannes. Deswegen sollen wir doch auch taufen, sagst du. Und andere sagen, naja, du bist ja so ein Nachkomme von König David, also vielleicht bist du halt doch ein König? Ach, das ist doch alles Quatsch, das wisst ihr doch. Jesus ist doch auferstanden. Jesus ist der Messias, auf den alle gewartet haben. Jesus, du bist der Retter. Es wird Zeit. Ich werde jetzt heimgehen. Aber ich werde euch nicht allein lassen. Geht zurück nach Jerusalem. Ich schicke euch meinen Geist. Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und hier auf der Erde gegeben. Darum segne ich euch. Ich möchte, dass ihr zu den Menschen geht und ihnen die frohe Botschaft sagt. Ich möchte, dass ihr von Gott erzählt. Und von mir. Ich werde bei euch sein. Alle Tage. Bis ans Ende der Welt. Wo ist Jesus? Gerade war er doch noch da. Jetzt ist er aufgefahren in den Himmel, so wie er gesagt hat.